Auch heute sehen wir auf der Wetterkarte wieder viele Tiefdruckgebiete, aber die tun nichts, die wollen nur spielen. Also wir haben links ein Tief, rechts ein Tief, in der Mitte geht niemals schief, sodass es dann am Wochenende bei uns doch relativ schön sein wird. Die von den großen Schneemassen sind wir verschont geblieben, das hat sich alles südlich und südwestlich von uns abgespielt. Wir sind auf der kalten Seite geblieben und wir bleiben auch auf der kalten Seite. Nach einer frostigen Nacht von Freitag zum Sonnabend, da gehen die Temperaturen durchaus mal runter auf minus 4, 5 Grad, werden wir tagsüber doch einen Mix aus Sonne und Wolken bekommen, also relativ freundliches Wetter. Temperaturen, naja, die sind so bei 0 bis minus 2 Grad, also ob wir unbedingt jetzt hier die positiven Temperaturen am Sonnabend erreichen, das muss man noch so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen, also das bleibt eisig. Es ist auch so, dass die Seen so langsam zufrieren werden, also die kalten Nächte und tagsüber ist es ja auch nicht so warm, wir tun ihr Übriges, aber warnen Sie bitte die Kinder davon, bitte nicht draufgehen, auch wenn es kleine Teiche sind oder so, das Eis ist auf keinen Fall tragbar. Also der Wind spielt keine Rolle, kommt aus nördlichen Richtungen und weht im Allgemeinen nur sehr schwach. In der Nacht zum Sonntag wird es wieder eisig, Temperaturen so minus 4 bis minus 6 Grad, ist eine relativ kalte Angelegenheit. Wer ein Auto hat, was in der letzten Zeit nicht viel gefahren ist, ja, viele durchs Homeshopping oder hohem Shopping und hohem Schooling und hohem Arbeit. Da sind die Autos oftmals nur wenig bewegt worden. Sollte man sehen, wie die Batterie aussieht. Nicht, dass man dann am Montag dann eine böse Überraschung erlebt. Also die kalten Nächte sorgen dafür, dass doch die Batterien sich dann doch relativ schnell entladen können. Also eine kleine Tour fahren, vielleicht mal zu den Halbbergen und so weiter. Da einen Spaziergang machen, dann wieder zurück. Das dürfte dann schon ausreichen, um die Batterie wieder auf Vordermann zu bringen. Der Sonntag dann auch wieder freundlich. Also zum Spazierengehen reicht's. Ein paar Wolkenfelder werden da sein, aber die Sonne wird durchaus zu sehen sein. Temperaturen wieder so um den Gefrierpunkt in der Nacht zum Montag, dann wieder doch relativ kalt mit minus 5 Grad. Und es sieht so aus, dass denn in der ersten Wochenhälfte denn die kalte Luft uns erhalten bleibt. Tagestemperaturen so um den Gefrierpunkt. Ja, nachts denn wieder leichten Frost. Es sieht so aus, dass der Mittwoch, Donnerstag vielleicht mal eine Ladung Schnee kommen kann. Aber das ist noch ein bisschen ungewiss. Das ist das neue Tiefdruckgebiet, was wir über den Atlantik sehen. Aber da müssen wir erstmal warten, wie sich die ganze Sache entwickelt. Ob wir nächste Woche Schnee haben, erzähle ich Ihnen dann wieder am Freitag. Bis dann.